أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag, inshallah, werden wir weiter fortfahren mit unserer Reihe, die wir angefangen haben, über Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Und diese Krankheiten, wir müssen uns von ihnen entfernen, liebe Geschwister. Wir müssen als muslimische Umma, als der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die die beste aller Umam ist, die beste Nation, die zu den Menschen hervorgegangen ist, wie Allah azza wa jal sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Nation, die zu den Menschen hervorgebracht wurde. Allah hat die Muslime dafür auserwählt. Und nur sie, ihr seid die beste Umma, o ihr Muslime. Aber wann? Nur weil wir sagen, La ilaha illallah, und wir tun nichts an Taten? Wir praktizieren nicht unsere Religion? Wir folgen nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ist das der Grund, warum wir die beste Nation sind? Nein, hört, was Allah azza wa jal uns als Eigenschaften zugewiesen hat, damit wir überhaupt die beste Nation sind. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Ihr gebietet das Gute. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Und ihr verbietet das Schlechte. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Und ihr glaubt an Allah. Und der Glaube an Allah ist nicht wie du oder wie ich mir das vorstelle, sondern der Glaube an Allah ist, wie Allah und sein Gesandter es dir vorgeschrieben haben, lieber Diener Allahs. Wenn wir dieses erfüllen, wallahi sei dir sicher, dann wird Allah Azza wa Jal uns zu der besten Umma machen, liebe Geschwister. Und niemand wird einen Vorzug über uns haben. Und Allah Azza wa Jal, er wird die Erniedrigung über uns hinwegnehmen. Die Erniedrigung, die so viele Herzen schmerzt. Aber wir können nicht wirklich viel tun. Obwohl wir den Willen haben, fehlt uns die Macht. Deswegen brauchen wir Allah, Al-Qadir. Denn er hat nicht nur den Willen, wenn er eine Sache bestimmt, liebe Geschwister, sondern er hat auch die Macht dazu, dieses zu erfüllen. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُولُ. Und wenn Allah Azza wa Jal eine Sache bestimmt, dann sagt er einfach sei und die Sache ist. Machst du dir Sorgen, dass Allah uns nicht helfen kann? Das soll nicht deine Sorge sein. Deine Sorge soll sein, wie kannst du dich verbessern, damit du ein besseres Glied in der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bist. Fühlst du dich nicht geehrt, zu dieser Umma zu gehören? Ich frage dich eine Frage, o Diener Allahs. Ganz im Ernst, fühlst du dich geehrt, zu dieser Umma zu gehören? Bevor du antwortest, überlege. Wenn du dich geehrt fühlst, was tust du für diese Umma? Was tust du für die Umma? Allah sagt dir, dass du der beste Mensch sein kannst. Allah sagt uns, dass wir die beste Nation sein können. Aber mit den Bedingungen, die wir besprochen haben. Erfüllen wir diese Bedingungen? إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah wird niemals den Zustand eines Volkes ändern, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Bist du bereit, dich zu ändern? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat uns den Grund für die Erniedrigung genannt. Er sagte, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,
إذا تبايعتم بالعينة, wenn ihr mit einer Art Zins handelt. Ina ist eine Art vom Zinshandel, liebe Geschwister. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, und ihr zieht an den Schwänzen der Kühen. Ihr zieht an den Schwänzen der Kühen. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, und ihr seid zufrieden mit der Ernte. Bedeutet, ihr liebt die Dunya mehr als die Akhira. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, und ihr unterlässt den Dschihad. صلت الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. So wird Allah Azza wa Jal diese Erniedrigung über euch herbeibringen. Allah wird euch mit dieser Erniedrigung überschatten, und diese Erniedrigung wird Allah nicht eher hinwegnehmen, bis ihr zur Religion zurückkommt. Kennst du jetzt den Grund für die Erniedrigung? Und deswegen haben wir mit einer Reihe angefangen, liebe Geschwister, um über die Krankheiten der Umma zu sprechen. Denn wenn wir nicht bereit sind, diese Krankheiten abzulegen, von wo soll die Hilfe kommen? Allah wird dir helfen, wenn du seiner Religion zum Sieg verhilfst. Allah wird dir helfen, wenn du seiner Religion zum Sieg verhilfst. Aber wenn du dieses nicht tun möchtest, wallahi, dann bist du der größte Irregehende, der trotzdem den Sieg von Allah Azza wa Jal erwartet. Allahumma ansurna ala al-kafirin. Liebe Geschwister, eine der Krankheiten, die wir heute besprechen wollen, ist Al-Kadhib, die Lüge. Und wie schlimm ist so eine Eigenschaft? Viele Menschen, ja sogar viele Muslime, wissen nicht, wie gewaltig es ist, zu lügen. Allah wird dir eine Strafe in der Dunya dafür geben. Und Allah wird dich im Grab für diese Lüge bestrafen. Und Allah wird dich am Tage der Auferstehung in das Höllenfeuer eingehen lassen, wegen dieser Sünde der Lüge. Gehörst du zu den Lügnern? Lügst du? Und es macht dir gar nichts aus, so als ob du die Wahrheit gesagt hast. Und wie viele Lügen in dieser heutigen Zeit. Und bei Allah, sie müssten nicht einmal lügen, aber weil das zur Gewohnheit geworden ist, dann lügen sie. Und subhanallah, dann siehst du die unwissendsten aller Menschen. Sie nennen sich Muslime und sagen dir, wenn du heute lügst, dann kommst du auch durch die Welt durch. Was willst du bei Allah erreichen, wenn du ein Lügner bist? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns vorbereitet auf die Vorzeichen der Stunde. Und er sagte, min ashrati sa'a an tadhhar al-fitan. Zu den Vorzeichen der Stunde gehört es, dass die Versuchungen erscheinen werden. Wallahi, wie viele Versuchungen haben wir in dieser heutigen Zeit. Das Telefon, das Internet, übel, das von den Menschen ausgeht. Alles fittern in dieser heutigen Zeit. Und deswegen siehst du, dass viele Leute nicht ihre Religion praktizieren, weil sie das Geld und die Dunya und das Ansehen und die Berühmtheit und die Schönheit und die Menschen mehr lieben als Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim, die Lüge, liebe Geschwister. Lasst uns darüber reden, welchen Stellenwert die Lüge bei uns in der Religion hat. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie sagen, das ist ihre Behauptung, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, Allah sagt, aber sie sind nicht gläubig. Sie sagen etwas und Allah bestätigt etwas anderes. Und wie viele der Muslime sagen heute, ich glaube an Allah und den jüngsten Tag, bei Allah, sie sind nicht gläubig. Und das merkst du daran, wenn es darum geht, dass du die Leute nach Koran und Sunna richten möchtest. Hier sagen sie dir, wir sagen La ilaha illallah richtig, aber mit der Gesetzgebung Allahs wollen wir nichts zu tun haben. A'udhu billah. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, liebe Geschwister, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. Und wenn du zu ihnen sagst, komm zu dem, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat. Koran und Sunnah. Und das, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, dann siehst du die Munafiqin, die Heuchler, dass sie sich von dir abwenden, vehement abwenden
Urgesandter Allahs. Aber wir sagen La ilaha illallah, das ist schon mal gut. Wallahi, billahi, tallahi, wir haben eine Zeit erreicht, wo die meisten, die sogar in die Moschee kommen, die Gesetzgebung Allahs nicht wollen, den Hukum von Allah Azza wa Jal nicht wollen. Was denkst du dann über Leute, die erst gar nicht in die Moschee kommen? So ist die Sache. Das ist die Wahrheit. Und von wo soll der Erfolg Allahs Azza wa Jal herkommen, liebe Geschwister? Und es gibt welche unter den Menschen, sie sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, Allah bestätigt, aber sie sind nicht gläubig. Willst du dich gläubig nennen, nachdem Allah dich ein Lügner genannt hat? Traust du dich danach noch, dich gläubig zu nennen, o Diener Allahs? Allah Azza wa Jal, er sagt uns weiter, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Sie wollen Allah und die Gläubigen betrügen. Allah Azza wa Jal sagt, sie betrügen nur sich selber. Warum? Weil du Allah Azza wa Jal nicht betrügen kannst. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Und wisset, dass Allah bestens Bescheid weiß, was in eurem Innern ist. Deswegen passt vor ihm auf. Seht euch vor Allah Azza wa Jal vor. Sie wollen Allah und die Gläubigen betrügen, aber sie betrügen nur sich selber. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. In ihrem Herzen ist Krankheit. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. So hat Allah Azza wa Jal ihre Krankheit gemerkt. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Und ihnen wird eine schwere Strafe zuteil werden, dafür, dass sie Lügner waren. Allah sagt dir, dass die Lügner Heuchler sind. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, er hat uns genau definiert, dass die Lüge eine Eigenschaft der Heuchler ist. Während Allah über diese Ayah, die wir gerade rezitiert haben, die Heuchler beschrieben hat, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ayatul Munafiq thalath. Die Eigenschaften von einem Heuchler sind drei. Die erste Eigenschaft, höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nennt, إِذَا حَدَّثَ كَذَا. Wenn er redet, dann lügt er. Er Allah, und wie viele Muslime lügen Tag ein und Tag aus. Er betet und er lügt. Du siehst jemanden, der ist fastend und er lügt. Ein Mann lügt seine Frau an, die Frau lügt ihren Mann an, ein Mann lügt sein Kind an, ein Kind lügt seinen Vater an, ein Herrscher lügt sein Volk an. Und die Lügen sind verbreitet unter den Menschen, liebe Geschwister. Es klingelt das Telefon zu Hause. Der Vater sagt zu dem Sohn, sag, ich bin nicht da. Der Junge ist 3 oder 4 Jahre alt. Was lernt er vom Vater? Das Lügen. Kullu mauludin yuladu ala fitra. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, jedes Kind wird mit dem Islam geboren. Aber wer macht ihn zu etwas anderem? Die Eltern. Subhanallah, ein 3-, ein 4-Jähriger lernt das Lügen vom Vater. Ey Wallah, die Lüge ist verbreitet, liebe Geschwister. Und wie gewaltig ist diese Lüge? Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Wahrlich diejenigen, die nicht an die Zeichen Allahs glauben, لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهِ. Allah wird sie nicht recht leiten. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und ihnen wird eine schwere Strafe zuteil werden. Höre weiter. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Wahrlich, diejenigen, die die Lüge ersinnen, sind doch diejenigen, die nicht an die Zeichen Allahs glauben. Und das sind die Lügner. Allah hat ihnen ganz klar eine Eigenschaft der Kuffar zugewiesen. Das sind diejenigen, die nicht an die Zeichen Allahs glauben. Bedeutet, liebe Geschwister, sie haben eine Eigenschaft von den Kuffar. Und noch mehr, sie lügen, als ob Allah sie nicht für ihre Lüge bestrafen würde. Und sie lügen, als ob Allah sie nicht für die Wahrhaftigkeit belohnen würde. La yahdihimullah, wenn wir diese Ayat zusammenbringen, dann heißt es, der Lügner, er besitzt die Eigenschaften von einem Käfer
Und bei Allah, wer soll dich recht leiten, wenn Allah dich in die Irre gehen lässt? Allah wird dich nicht recht leiten. Die Lüge. Wie gewaltig ist diese Sünde, liebe Geschwister. Und wir hören das in diesen heutigen Tagen, dass es gar kein Problem ist, zu lügen. Subhanallah al-Azim. Wie viele Leute haben ihre Häuser zerstört, weil sie lügen. Ein Mann heiratet eine zweite Frau, aber er traut sich das nicht seiner Frau zu sagen, seiner ersten. Also lügt und lügt und lügt und lügt er, weil er oft nicht zu Hause ist. Erfindet er Lügen und dann bricht seine erste Ehe zusammen und seine zweite Ehe zusammen. Wie viele Häuser sind zugrunde gegangen? Nur wegen der Lüge, liebe Geschwister. Und eigentlich ist das Lügen eine Eigenschaft von kleinen Kindern, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, die Wahrheit zu sagen, deswegen lügen sie. Und schaut mal, liebe Geschwister, damals gab es wahrhaftige Männer. Sie waren keine Muslime, aber das Wort hat bei ihnen ein gewaltiges Gewicht gehabt. Ey Wallah. Aber in der heutigen Zeit siehst du, wie billig der Mensch geworden ist. Er schämt sich gar nicht mehr zu lügen. Ja, sogar tut er das öffentlich. O Diener Allahs, wie viele Leute werden jetzt gerade auf der gesamten Welt getötet, nur weil bestimmte Leute lügen. Man lügt die Menschen an und sagt, wir kämpfen im Auftrag der Demokratie. Und deswegen werden wir hier kämpfen und diese Leute bekämpfen. Im Auftrag der Demokratie. Sie lügen die Menschen an. Schaut mal, wie viele Menschen alleine nur darunter leiden. Wie viele von diesen irregehenden Völkern denken, dass sie das auserwählte Volk von Allah Azza wa Jal sind. Und sie sagen, wir sind die Kinder Allahs. Wir sind die Lieblinge Allahs. Und Palästina ist unser Recht. Wie viele von ihnen lügen in der heutigen Zeit? Und dadurch, dass sie lügen, hat Allah Azza wa Jal das Unheil unter ihnen verbreitet. Weil sie Lügner durch und durch sind, liebe Geschwister. Schaut, welche Eigenschaft eine Lüge hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns gesagt, dass derjenige, der lügt, zu den Höllenbewohnern gehört. Walayyadu billah. So sagt er uns sallallahu alaihi wa sallam, Ahlun Nari Khamsa. Die Leute des Höllenfeuers sind fünf Personengruppen. وَذَكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِمْ الْكَذِبِ. Und er nannte eine Eigenschaft von ihren Eigenschaften, dass sie lügen. Möchtest du ins Höllenfeuer? Möchtest du ins Höllenfeuer? Eine Eigenschaft der Höllenbewohner ist, dass sie lügen. Sie sind Lügner durch und durch. Und Wallahi, du hast eine Zeit erreicht, wo die Leute an ihre eigene Lüge glauben. Er lügt und er weiß, dass er ein Lügner ist, aber er versucht daran zu glauben. Subhanallah al-Azim, was ist das für eine gewaltige Zeit? O Diener Allahs, eine Zeit, die uns davor abschrecken sollte, dass wir zu den Lügnern gehören sollten. Ey Wallah, sage immer die Wahrheit. Denn die Lüge führt ins Höllenfeuer. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, liebe Geschwister, inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Wahrlich, die Lüge führt zur Sittenlosigkeit, zur Unmoral. Wa inna al-fujura yahdi ila al-nar. Und die Sittenlosigkeit führt ins Höllenfeuer. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wa ma yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Die Lüge führt zur Sittenlosigkeit. Und die Sittenlosigkeit führt ins Höllenfeuer. Und ein Mensch lügt so lange und er strengt sich an zu lügen, was wir heute unter den Leuten sehen, bis er bei Allah Azza wa Jal über den sieben Himmeln als Lügner dasteht. Bei Allah heißt du nicht Mahmud, du heißt Kadhab. Ein Lügner. Ein Lügner. Willst du, dass Allah dich im Guten erwähnt? Dann lüge nicht. Ey Wallah, dann lüge nicht. Bis er bei Allah als ein Lügner dasteht. Glaubst du, dass Allah dich liebt, wenn du lügst? Und ein Gläubiger lügt nicht. Liebe Geschwister, einer, der ein Lügner durch und durch ist, er könnte manchmal die Wahrheit sagen. Wenn du ihn fragst, wie spät es ist, er sagt dir, jetzt ist 13 Uhr. Hier hat er die Wahrheit gesagt. Ein Lügner könnte mal die Wahrheit sagen, aber ein Wahrhaftiger wird niemals lügen. Niemals!
oder? Und ich frage dich provokativ, hast du die Eigenschaft von den kleinen Kindern, dass du lügst? Und bitte nimmt mir das nicht übel, ich möchte Herzen wecken. Ich möchte, dass diese Herzen heute verstehen, dass das Lügen, wallahi, eine der schlimmsten Sünden ist. Das ist eine Eigenschaft der Heuchler, o Diener Allahs. Macht dir das keine Angst? Die Heuchler, und wir werden noch über sie sprechen, liebe Geschwister, sind diejenigen, die von Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung am schwersten bestraft werden. Inna al-Munafiqina fi d-Dark al-Asfal min an-Nar. Wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Grund des Höllenfeuers. Der Munafiq, der Heuchler, ist schlimmer als der Kafir. Jeder Heuchler ist ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Heuchler. O Diener Allahs, möchtest du diese Eigenschaft besitzen? Und subhanallah al-Azim, heutzutage, wenn du den Leuten eine Nasiha gibst, lüg nicht so viel, Achi. Nicht mal, wenn du Spaß machst. So sagt er dir, komm, übertreibe nicht. Übertreibe nicht. Es gibt eine Androhung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für das Lügen. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, وَيْلُ لِلَّذِي يَكْذِبْ وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثْ فَيَكْذِبْ. Wehe denjenigen, der redet und dabei lügt. Warum? لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ. Damit er die Menschen zum Lachen bringt. وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ. Wehe ihm, wehe ihm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dreimal, wehe ihm, und in der Religion, um dir das zu übersetzen, o Diener Allahs, bedeutet das eine Strafe im Höllenfeuer. Wenn Allah oder sein Gesandter wehe sagt, dann ist das eine Strafe im Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Er sagt, ich wollte die Leute nur zum Lachen bringen. Genau das bringt dich ins Höllenfeuer. Subhanallah al-Azim, können wir nicht mal mehr miteinander Spaß machen, was auf der Wahrheit beruht? Nein. Schaut mal, und wenn diese Lüge sich einschleicht bei uns, wallahi al-Azim, du wirst sehen, dass du nach einiger Zeit nicht mal mehr ein Problem hast, zu schwören auf Allah, während du dabei lügst. Wie viele Leute schwören auf Allah und sie lügen dabei? Ja, wallah. Und das ist die gewaltigste aller Lügen, dass du über Allah Azza wa Jal lügst. Kadhab, ein Lügner durch und durch. Eine Eigenschaft, die Allah Azza wa Jal nicht von uns möchte. Liebe Geschwister, wallahi al-Azim, das ist eine herbe Sache, dass wir sogar im Grab bestraft werden für diese Lüge. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb uns, liebe Geschwister, die Strafen, die er im Grab gesehen hat, als er auf der Nachtreise von Isra und Mi'raj emporgehoben wurde. So sagte er uns über eine Eigenschaft von einer Person, der bestraft wurde im Höllenfeuer, im Grab, wal'iyadu billah, er sagte uns, yakdhibul kadhiba, er lügt eine Lüge, eine gewaltige Lüge. Tuhmalu anhu, so wird diese Lüge verbreitet, so wird diese Lüge die gesamte Welt erreichen. Hatta tadlura al-afaq, liebe Geschwister, so wird diese Lüge die gesamte Welt erreichen. Subhanallah al-Azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschrieb uns die Strafe, dass es eine Person, er liegt am Boden und eine Gestalt mit einer Eisenstange, die Haken an den Seiten hat, setzt diese Eisenstange mit den Haken in seinen Mund herein und zieht das über seinen Nacken. Und er setzt das in seine Augen herein und zieht das über seine Nacken. Und er setzt das in seine Nase herein und zieht das über seinen Nacken, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, فَيُسْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. So wird diese Strafe an ihm vollzogen bis zum Tage der Auferstehung. Das ist die Strafe für einen Lügner. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم berichtete uns über eine Zeit, und wallahi, wir alle sind Zeitzeugen, dass wir diese Zeit erreicht haben. Er sagte uns, سيأتي على الناس سنوات خدعات. Es wird auf die Menschen eine Zeit der Verwirrung zukommen. Jetzt beschreibt er uns diese Zeit.
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. In dieser Zeit wird der Lügner als Wahrhaftiger erklärt und der Wahrhaftige als Lügner erklärt. Leben wir in dieser Zeit? Wir alle sind Zeitzeugen, dass wir in dieser Zeit leben. Leute, die sich als die auserwählten Menschen sehen, bekämpfen ein Land nach dem anderen von den muslimischen Ländern. Und ich finde es traurig, dass unsere Muslime noch nicht einmal verstanden haben, dass die meisten der Kuffar Schach mit uns spielen. Seht ihr nicht, dass ein Land nach dem anderen kaputt geht von den muslimischen Ländern? Nein, wir sind beschäftigt. Es hat mit Irak angefangen. Und mittlerweile sind wir in Syrien, liebe Geschwister. Die ganzen Länder durch. Und wartet ab und merkt euch diese Worte. Türkei und einige andere Länder stehen noch aus. Es wird kommen. Wenn Allah dieses zulässt. Sie spielen Schach mit uns. Warum? Da geht einer heraus und er ist der größte Lügner. Ein Bruder sagte mir, als einer von diesen Tyrannen, von diesen Präsidenten befragt wurde, liebe Geschwister, was ihm am Christentum überzeugt, sagte er, die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe. Und das ist der, der überall Krieg anzettelt in den ganzen Ländern. So sind die Kuffar. Wann möchtest du dieses endlich verstehen, o Diener Allahs? Einer von ihnen geht heraus und sagt, der ist Terrorist. Und der ist ein Terrorist. Und der ist ein Terrorist. Und die Leute glauben ihm. Bei den Leuten ist er ein Wahrhaftiger. Ein Gläubiger sagt den Leuten, das sind die Feinde Allahs. Sie haben vor, den Islam zu zerstören, weil Allah Azza wa Jalla das sagt. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch von der Religion wegdrehen. Aber sie glauben den Gläubigen nicht. Sie sagen Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Was erzählst du uns? Diese Leute sind glaubwürdig. Die Leute, die Millionen von Muslimen getötet haben, sind glaubwürdig. Und du, der keiner Fliege etwas zuleide getan hast, Wallahi, du bist bei den Leuten ein Lügner. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns sagte, es wird eine Zeit auf die Leute zukommen, eine Zeit der Verwirrung. In dieser Zeit wird dem Lügner geglaubt und der Wahrhaftige wird der Lüge bezichtigt. Und wir haben diese Zeit, o Diener Allahs. Deswegen ermahne ich dich und mich, lasse die Lüge und wisse, dass jede Lüge dich näher in das Höllenfeuer führt und tiefer. Die haben gesagt, es ist eine Eigenschaft der Heuchler und die Heuchler sind bei Allah Azza wa Jal am tiefsten Grund des Bodens. Wenn du auch manchmal nicht die Wahrheit sagen kannst, dann sei ruhig. Das ist besser, als wenn du lügst. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat die Lüge in drei Fällen erlaubt, liebe Geschwister. Er sagte uns, al-Islah bayna al-Nas, dass man Frieden stiftet zwischen den Menschen, ist keine Lüge. Wa anna ar-rajula yuhaddithu imra'ata. Und dass der Mann seiner Frau etwas sagt, was auch nicht stimmt. Und wenn er zu ihr sagt, ich liebe dich am meisten unter den anderen Frauen, und er tut es aber tatsächlich nicht, so ist das keine Lüge. Wa rajulun yuhaddithu fil harb. Und eine Person, der im Krieg etwas sagt, was nicht stimmt, damit er sich einen Vorteil über seinen Gegner verschafft, all diese drei Fälle sind keine Lügen, liebe Geschwister. Das sind die einzigen Ausnahmefälle. Aber dass du zu Ämtern gehst und sie betrügst, dein Geburtsdatum hier änderst und dort änderst, damit du mehr Geld bekommst, das ist bei Allah eine Lüge. Hast du ein gutes Gefühl dabei, wenn du das machst? Du wirst sagen, nein, wenn du noch was fühlst. Aber manchen Leuten ist dieses Gefühl auch nicht mehr da, liebe Geschwister. Und daher bitte ich Allah Azza wa Jal für mich und für euch um Vergebung, dass Allah Azza wa Jal uns das, was wir bis jetzt getan haben, verzeiht und dass Allah Azza wa Jal uns ab heute eine neue weiße Seite schreibt, wo wir, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal mehr fürchten. Möge Allah Azza wa Jal uns an diesem heutigen Tage, an diesem gesegneten Jum'a alle verzeihen. Möge Allah Azza wa Jal uns die großen und die kleinen Sünden verzeihen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nicht als Lügner bei sich schreiben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit den besten aller Diener versammeln. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.